Ach Jungs, aktuell ist zufälligerweise die Utopia Tour in Amerika und zufälligerweise bin ich gerade in Amerika und zufälligerweise ist genau heute das Konzert in Los Angeles. Und damit, jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und ihr habt richtig gehört. Und zwar ist nämlich genau heute Abend das Konzert von Travis Scott seiner Utopia Tour im SoFi Stadium. 70.000 Leute ausverkauft. Wer wäre ich, wenn ich nicht hingehen würde, mir keine Tickets gekauft hätte und für euch keinen Vlog machen würde? Ich will auch gar nicht so viel labern. Ich würde sagen, ihr lasst jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Lasst ein kostenloses Abo da, schreibt einen Kommentar. Es wird unfassbar krass. Ich bin todeshyped. Ich würde sagen, wir sehen uns im Hotel wieder. Wir düsen seit circa 5 Minuten hin, weil wir gerade in Pasadena sind. Frag mich nicht warum. Viel Spaß mit dem Video. Wir legen los. Let's go. Was geht ab? Wir sind im Hotel. Wir machen uns jetzt noch ganz kurz ready. Wir waren eben den ganzen Tag unterwegs, haben Klamotten gewechselt und fresh gemacht, dies und das. Ich glaube, wir haben jetzt ca. 18.30 Uhr. Um 19 Uhr ist mein Einlass zum Konzert. Natürlich fragen sich auch wieder einige, yo Young, wollt ihr nicht mal losgehen? Aber keine Sorge, wir können ganz, ganz entspannt machen und schön Zeit lassen. Worum das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Und ich sage euch, das ist ein 500 IQ-Move. Aber ich zeige es euch. Und zwar stehe ich gerade auf unserem Balkon und ich glaube, ihr könnt es vielleicht im Hintergrund erkennen. Wir haben da das SoFi Stadium. Ich weiß nicht, ungefähr 500 Meter Luftlinie oder so. Also für die Aktion muss ich mir einfach mal selber auf die Schulter klopfen. War ein sehr schlauer Move. Ich wusste das auch vorher schon, weil ich war ja schon mal in dem Hotel. Ich wollte auch eigentlich damals Rolling Loud zu dem Hotel, weil Rolling Loud war ja auch auf dem Gelände. Ich habe mein Outfit geswitcht. Ihr könnt sehen, ich bin ready und wir legen los. Damit ihr auch mal checkt, wie geisteskrank besonders dieses Konzert heute ist. Ich glaube, die Utopia Tour läuft jetzt schon seit circa einem Monat und das ist das einzige Stadion auf der ganzen Tour. Alles andere sonst sind Arenen, also so Basketballstadien etc. Das ist eben das einzige Stadion, Kapazität 70.000. Wie geisteskrank sieht dieses Stadion aus? Ich glaube, da zocken normalerweise die Los Angeles Rams, also das ist ein Footballteam. Aber da sind auch eben ganz viele andere Events und genau hier auf diesem Parkplatz war unter anderem Rolling Loud. Ich weiß noch ganz genau, hier war die zweite Stage, da war unter anderem Destroy Lonely, Ken Carson. Da ist schon mal eine Stage, die GoPuff Stage, ist aber nicht die Main Stage. Und ich glaube, da hinten ist die Main Stage. Da vorne stand ein Riesenrad, dann konnte man hier so lang gehen, hinten war die Main Stage. Boah, ich krieg grad Flashbacks, Alter. Sag euch ehrlich, ich bin auch der Meinung, irgendwer wird heute rausgeholt. Ich kann mir wirklich nicht so genau vorstellen, wer, aber am krassesten wäre auf jeden Fall Cardi, Drake. Boah, Cardi wäre schon geisteskrank. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, das Ding ist auch für Travis sehr, sehr besonders und deswegen glaube ich, wird hier irgendwas Krasses passieren heute. Wir haben jetzt 19.27 Uhr, ihr seht schon, Ticketmaster zeigt mir an, heute um 20 Uhr. Aber ich sage euch ehrlich und auch so, wie ich Travis kenne, das Ding beginnt allerfrühestens um 8:30 Uhr. Keine Sekunde früher. Hier nochmal so ein riesiger Banner mit Circus Maximus, so wie die Tour halt eben heißt. Oben seht ihr nochmal den Utopia-Schriftzug auf dem Stadion. Vor allem mit den Palmen auch hier, das kommt alles schon sehr, sehr krass, Alter. Hier ist auch dieser riesige Utopia-Schriftzug, den Travis auch auf Instagram als Bild hochgeladen hat. Ultra riesig, aber sieht, boah, muss ich sagen, sieht crazy aus. Ich glaube, ihr könnt es unschwer erkennen, es ist wirklich geisteskrank. Überall sind Menschen, Schlange hier, Schlange da, es ist wirklich kommt alles voll. Ganz kurze Info auch zu unserem Ticket. Wir haben leider keinen Stehplatz, wir sind nicht in der Crowd, das heißt keine Moshpits, kein Turn-Up und ein bisschen tranquilo heute. Und dafür ist einfach, die Tickets sind geisteskrank teuer. Also Retalk, Stehplatz hat glaube ich so bei 600 Dollar angefangen pro Ticket. Ich sage euch ehrlich, 600 Dollar waren wir dann auch am Ende des Tages raus. Vor allem, weil ich jetzt auch Travis schon das 7. Mal sehe. So, ich muss jetzt nicht unbedingt da wieder in die Crowd. Natürlich wäre es gerne, aber 600 Euro, dafür kann ich zweimal aufs Rolling Loud gehen. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht so krass ein. Heißt aber auch nicht, dass die anderen Tickets jetzt billig sind. Wir haben jetzt für unser Ticket 180 Dollar gezahlt. Und das ist unser Ticket C244, Reihe 13, Sitz 10. Ich glaube, ich blende euch einfach mal jetzt den Sitzplan an. Könnt ihr sehen, wie das ganze Stadion aufgebaut ist. Wir haben Rang 244, also trotzdem relativ weit unten. Bei mir war es einfach trotzdem sehr, sehr wichtig, dass ich relativ weit unten bin, weil vor allem für den Vlog bringt mir es jetzt gar nichts, wenn ich im letzten Oberrang bin. Deswegen waren die Tickets auch trotzdem so teuer. Ich glaube, im Oberrang hat das Ganze angefangen bei 60, 70 Dollar pro Person. Ich würde sagen, wir steppen jetzt zum Eingang, gehen rein, weil langsam wird es Zeit. Let's go. Müsst euch geben, das ist einfach aus wie so eine Shopping Mall. Rolltreppen. Man kann auch da schon leicht ins Stadion reingucken, aber irgendwie ist es noch leer. Die Ränge sehen nicht gefüllt aus. Guck mal, wie das aussieht. Ich glaube, das Stadion ist auch relativ modern, das ist gar nicht so alt, aber es sieht komplett leer aus. Und so sieht es von innen aus. Ich mache euch einmal ganz kurz Weitwinkel. Alter, ist das geisteskrank. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier unser Rang. Der zweite Rang, das sind wir. Ist, denke ich, eine sehr gute View. Wir sind jetzt bei 232, 233, wir haben 244, also müssen wir irgendwie hier dann hin. Also ich habe gerade irgendwie ein bisschen den Gedanken, dass ich aus Versehen VIP-Tickets geholt habe. Ich dachte, wir hätten nur diesen VIP-Eingang, aber guckt euch mal an, wie leer das ist. Hier ist kein Mensch. Die Toiletten sind leer, man musste auch eben nochmal, da war Security, man musste nochmal alles zeigen. Dann ist jemand hier so reingekommen und nochmal wegen dem Stadion. Gebt euch mal, wie das aussieht. Digga, ist so gestört. Gib ein bisschen Beispiel der Dubai Mauer, die sah ungefähr auch so aus. Wir suchen erstmal unsere Section. Ich bin echt sehr, sehr gespannt auf die View und auf die Plätze. Ihr könnt auch sehen, das sind so Suiten. Echte Suiten, sowas. Also, keine Ahnung. Aber vielleicht labert doch gerade Scheiße. Wir haben ganz normale Plätze. Wir sind da. Das ist Section 244.
Reihe. Jetzt haben wir Platz 9 und 10. Irgendwas passiert gerade. Ich hoffe, ihr versteht mich. Wir sind auf unseren Plätzen und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die View. So sieht's aus. Hier ist die Stage, da sind die ganzen Leute, hier ist unser Rang. Ich würde eigentlich sagen, für Sitzplätze wirklich eine sehr, sehr gute View. Gebt euch mal, wie geisteskrank voll diese ganzen Ränge sind. Und dann, wie leer das hier unten ist. Guck mal, wie viel Platz hier überall noch ist, auch hier unten. Wie leer das alles noch ist. Das Ding ist, ich weiß aber auch eben nicht, wie viele Tickets die für uns freigegeben haben. Es kann ja sein, dass die nur relativ begrenzte Anzahl freigegeben haben, für Sicherheit oder was weiß ich was. Die Tickets unten waren ja auf jeden Fall alle ausverkauft. Aber ich weiß halt eben nicht, wie viel vom SoFi-Stadion da unten freigegeben wurden. Es kann ja sein, dass sie sagen, ey, wir verkaufen nur 60% der Tickets, die unten reinpassen würden, für mehr Sicherheit. Frag mich nicht. Alter, oh mein Gott! Open that shit up! Digga, ich hab Gänsehaut! Take a moonshake, you heard? It's place to see this, huh? You ready? Out of people out here. It's probably like our 8th to 7th show on the road. And yeah. Nothing has looked like this by far, man. LA makes the bills for yourself to be the biggest motherfucker. Gib mir einen Drake, bitte!
Twin bitches up and up the jet ski. No bystanders. Here we do it. Never ends. In the mountain with myself. I'm trying to get revenge. Somebody coming out of this motherfucker, Chase B. You need to send that song. I never thought in a million years, well, I thought about this in a million years, but I never thought that this dream could come true. So LA, make some noise to yourself for making me the first rapper to sell out SoFi Stadium. This night has gave me more than chills. This shit has gave me beyond chills, Chase B. I'm about to get wasted as hell. But before I go, though, we gotta leave him on this, though. I love y'all so much. Ja, heul einfach. Digga, warum heul ich? Heul einfach. Ich weiß, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war's. Vorbei. Sehen, wir sind wieder im Hotel bzw. auf dem Balkon. Ich hoffe, man kann es auch erkennen. Die Leute gehen immer noch nach Hause. Die Straßen sind voll. Das Problem hatten wir zum Glück nicht. Wir sind ganz entspannt hier kurz 10 Minuten hingelaufen. Nochmal ganz kurzes Feedback aus dem Konzert. Es war wirklich geisteskrank. Gar nicht unbedingt so vom Rage, weil ich meine, wir hatten halt Stehplätze. Das war das Einzige, was ich so ein bisschen bereue. Ich hätte echt sehr, sehr gerne jetzt vor allem nochmal im Nachhinein da unten gestanden. Trotz dessen war es wirklich unfassbar krass. Ein sehr, sehr besonderer Abend. Stormy auf der Bühne und ich hab's gecallt. Fucking Cardi war da. Bean zusammen mit Cardi performt. Ich weiß nicht, was den Abend schöner gemacht hätte. Es ist einfach
Wow. Und an der Stelle würde ich das Video auch beenden. Wirklich nochmal danke an jeden von euch, dass ihr mir das ermöglicht, dass ich hier sein darf, dass ich euch mitnehmen darf, dass ihr die Videos feiert, dass ihr es liked, kommentiert, etc. Ihr kennt das Ganze. Wirklich appreciate ich sehr. Es kommen noch weitere Videos aus L.A. Es wird auch ein sehr, sehr geiler Trip. Das wär's dazu, Freunde. Haut rein, schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns. Haut rein. Danke für alles und ciao.